Hallo, willkommen zurück zu Mass Effect. Wir reisen heute wohin? Ja, wir reisen heute irgendwo hin. Ich weiß noch nicht genau wo, ich habe aber einen DLC runtergeladen, einen runterladbaren Inhalt, der kostenlos war. Und der ist, glaube ich, hier. Bei, genau, im Exodus Cluster Asteroid X57, das ist da, wo ich jetzt hin will. Mal, ich bin sehr gespannt, was da jetzt genau passiert. Was das für eine Quest ist, was das für ein Inhalt ist. Es hat, glaube ich, etwas mit einer Kolonie zu tun. Und ich habe leider den Namen vergessen. Komplett den Namen vergessen. Wie der Inhalt hieß. Aber hey. Ich lasse mich da mal ganz überraschen. Eine Nachricht für Sie, Commander. Sie kam eben über den sicheren Kanal rein. Shepard, hier spricht Admiral Karoku. Ich habe herausgefunden, wer meine Männer in die Falle gelockt hat, die vom Dreschlund getötet wurden. Verdammt! Hoffentlich erhalten Sie diese Nachricht. Es war eine Gruppe namens Cerberus. Eine Geheimorganisation der Allianz. Streng geheim, allerhöchste Sicherheitsstufe. Sie verschwanden vor einigen Monaten, waren einfach weg. Niemand weiß, wo sie hingegangen sind oder was sie vorhaben. Sie sind völlig durchgedreht, Shepard. Sie führen illegale Experimente durch und versuchen eine Art Supersoldaten zu erschaffen. Ich habe keine Beweise, aber ich habe die Koordinaten einer ihrer Forschungswelken gefunden. Ich schicke sie Ihnen mit dieser Nachricht. Sie sind völlig außer Kontrolle. Jemand muss sie aufhalten. Ich habe meinen Teil getan. Jetzt liegt es an Ihnen. Das ist wahrscheinlich meine letzte Nachricht an Sie, Shepard. Cerberus ist hinter mir her. Ich muss verschwinden, bevor Sie mich finden. Gute Güte, ist das sowas wie Sektion 39 oder wie die hießen von Star Trek, der Geheimdienst? Oder die ultrageheime Kräfte innerhalb der Allianz. So, wir schauen uns die kleinen Planeten an. Loki ist ja schon mal ein vielversprechender. Ach, wir sind in Asgard, natürlich. Loki, Tyr, Terra Nova ist nicht wirklich ein Name, der da reinpasst. Aber hinten haben wir auch einen Namen, der mir nicht bekannt vorkommt. Der einarmige Gott des Krieges. Und der Vater des Grundes, warum er nur noch einen Arm hat. Komische Formulierung. Schauen wir uns Terra Nova an, die neue Erde. Terra Nova wurde bei der ersten Welle der Allianz-Erkundung entdeckt und war ein Kolonialisierungskandidat der Klasse 1. Der Planet war die zweite extrasolare Kolonie der Menschen und die erste jenseits des Charon-Relais. Derzeit hat er die höchste Bevölkerung aller Allianz-Kolonien, hat also den Namen voll verdient, die neue Erde. Obwohl der Planet von einer unwirtlichen äquatorialen Wüste durchzogen ist, haben die Gebiete rund um die Pole ein mildes Klima. Der Fortschritt der Entwicklung war mäßig, bis im Jahr 2170 großflächige Platinablagerungen entdeckt wurden. Oh. Dieses seltene Material, das bei der Herstellung von Brennstoffzellen für Privatfahrzeuge benötigt wird, sorgte für eine wahre Schwemme an Wanderern und Investoren aus dem gesamten Allianzraum. In den letzten 12 Jahren ist die Bevölkerung von Terra Nova um 30% angestiegen und das Wachstum scheint vorerst kein Ende zu nehmen. 4,4 Millionen, oh, das ist aber immer noch eine sehr kleine Kolonie, die größte Menschenkolonie der Menschen. Die größte Kolonie ist es im Moment. Die höchste Bevölkerungszahl. Mit 4,4 Millionen, das ist ja gar nichts. Das ist ja quasi, da ist Berlin einfach mal. Und wir haben Berlin ja ein paar Mal weltweit gesehen. Also die Menschen stehen tatsächlich noch ganz am Anfang von ihrer Kolonisierung. Wir haben noch keine richtige, große Kolonie. Noch keine, die auch nur annähernd so groß wäre wie die Erde. So, X57, ja, wir verschieben das Cerberus-Zeugs auf später, ist ein metallischer Asteroid und befand sich ursprünglich am hintersten Lagrange-Punkt des Gasgiganten Bohr. Oh, meine Güte, die mit ihren Mechanik-Hinweisen hier. Mit der immer stärker werdenden Entwicklung auf Terra Nova wurde auch eine neue orbitale Hafenstation nötig. Aufgrund zu geringer Geldmittel wurde entschieden, X57 auszuschlachten und mit den abgebauten Rohstoffen das Innere der Station bewohnbar zu machen. Okay, macht Sinn. Der Asteroid wurde mit Hilfe von Fusionsantrieben aus der Umlaufbahn von Bohr geschleudert, sodass er direkt in die Umlaufbahn von Terra Nova fallen sollte. Oh, das ist relativ ambitioniert. Die wollen sich also ihren eigenen kleinen Mond verschaffen, beziehungsweise einen Satelliten, der immer an der gleichen Stelle bleibt wahrscheinlich.
Seit kurzem ist die Kommunikation zum Technik-Team auf X-57 abgerissen. Die Fusionsantriebe wurden neu gezündet und der Asteroid rast auf Terra Nova zu. Das klingt nach einem Auftrag. Für Shepard, wir retten die Kolonie Terra Nova. Wir haben leider keinen Funkspruch zu bekommen, aber vielleicht habe ich den noch nur verpasst, weil ich einen anderen bekommen hatte. Von dem Admiral. Wer weiß? Wir nehmen dich und dich mit. Nee, hier, dich, euch zwei. Ja. So soll es sein, so soll es geschehen. Ich muss mal ein bisschen... Oh, ja. Davon ist doch ein Antrieb. Dann schauen wir mal. Status. Sensoren erfassen 3 Fusionsantriebe auf Asteroid X-57. Bei seiner derzeitigen Beschleunigung wird der Asteroid in ungefähr 4 Stunden mit Terra Nova kollidieren. Analyse. Antriebe müssen deaktiviert werden, um die Beschleunigung zu drosseln. Hallo, ich habe Ihre Nachricht mitgehört. Können Sie mich hören? Sie haben mich zwar noch nicht gefunden, aber ich kann trotzdem nicht lange reden. Bitte schalten Sie die Fusion. Sonst werden wir alle sterben. Ich bin verwirrt. Ich hoffe inständig, dass Sie mich hören können. Oh ja, ich bin verwirrt. So, lustige Zwischensequenz. Wir schauen erstmal, dass ich meinem Lieblings-Kroganer seine Rüstung auch anziehe, bevor wir hier weitergehen. Der hat im Moment die Titan an. Ja, das ist ein Upgrade, ein deutliches auf Mercenary. Wunderbar, da bin ich doch dankbar. Jetzt sieht er wieder so aus, wie er immer aussah und hat mit Shepard Partner-Look. Wunderschön. Schildbatterie Nummer 1. Okay. Vorsicht, Vorsicht. Härtung ist ein interessantes Stat, was ich halt weiß, was es bedeutet so genau. Oder eine interessante Stat. Was kann ich da... Ach, das ist der zweite Slot. Ja, ich klicke mich daher immer brutal durch. Wir installieren dir ein Medizininterface, weil ich das bei jedem mache. Und geben dir mehr Schadensreduzierung, ja. Du bist ja nicht unbedingt der super Schildmann, oder? Bist du... Nee, bist du gar nicht. Barriere habe ich zwar ausgebaut, aber nicht fürchterlich weit. Du hast auch Sturmgewehr, nicht Schrotflinte. Okay. Wir bauen Barriere jetzt aus. Oder Stase. Ja, wir gehen Barriere nur so weit, dass wir Stase ausbauen können. Das heißt, dir gebe ich jetzt nochmal ein Sturmgewehr. Wir wechseln von Tsunami... Ja... Direkt auf das nächstbessere Tsunami. Wunderbar. Hier schauen wir auch nochmal rein. Nehmen wir einen besseren Kampfscanner. Nehmen wir... was nehmen wir denn da? Ein Stabilisator. Klar, warum nicht? Damit du auch was triffst. Und hier haben wir Shredder. Da können wir, glaube ich, bei bleiben. Das ist ziemlich gut. Und dann geben wir dir hier die Schrotflinte. Irgendeine gute. Nämlich die hier. Ja, ich gebe Shepard die Spektre-Schrotflinte. Und da baue ich eine Laufverlängerung ein. Ja, mehr Schaden ist immer gut. Und Stabilität und hochexplosive Munition. Und damit werden wir mal gucken, ob ich damit einen Schuss abgeben kann, ohne zu sterben. Unser Auftrag ist, einmal Cerberus und einmal alle 3 Fusionsantriebe abzuschalten. Hier haben wir... Och, die haben wir alle 3 auf einem Haufen. Das ist natürlich wunderprächtig. Wir könnten aber erst zum... wir gehen zuerst natürlich zum ersten Turm. Und dann vielleicht später zum Funkturm, wo die Frau drin sitzt, die um Hilfe gerufen hat. Wir müssen zuerst die Kolonie retten, dann die Frau. Das ist so mein Gedanke dabei. So, da vorne leuchtet es doch schon überall rot. Sterbt! Türme. Okay. Das geht ja doch ganz gut. Wir fahren einfach ein bisschen hier hin und her. Und ballern die über den Haufen. Sollte ja nicht so allzu schwer sein. Ach, da oben haben wir noch einen. Hallo. Du bist natürlich mein besonderer Freund. Ein schwerer Gefechtsturm. Ja, ich muss senkrecht zu denen hier entlang fahren. Sonst habe ich da wenig Chancen, die zu treffen. Kommt aus euren Schutzhüllen raus. Ja. Weil dann kann ich immer vor den Schüssen wegfahren.
glaube nicht, dass ich mir mit denen im Nahkampf anlegen will. Da kämpfe ich lieber wieder gegen den Dreschschlund. Oh, hi. Ich habe dich da gar nicht gesehen. Ja, komm, stirb. So. Das müsste der letzte sein. Ja, sieht so aus. Dann können wir ja jetzt... Ja, gehen wir erstmal hier hin. Und dann suchen wir die Kate. Kate heißt sie. Die Frau, die hier... Upsala. Mit uns redet. Die auf dem Asteroid höchstwahrscheinlich gefangen ist. So, und ich habe... Ich nehme die Pistole mal in die Hand, ja. Das darf ich nicht vergessen. Und ihr habt eure Schrotflinten. Nein, eure, wie auch immer sie heißen. Sturmgewehre, richtig. Ich habe die tolle Schrotflinte in der Hand. Darf ich auch nicht vergessen, dass ich theoretisch einen Ultra-Explosiv-Schuss habe. Oh. Oh, da ist der eine hässlicher als der andere. Atarianer. Nein, nein. Weg mit euch, ich hab Angst. Okay. Da habe ich ein bisschen übertrieben. Wie wär's, wenn du da reingehst? Einfach mal gucken, wie das Wetter so ist da vorne. Was? Direkt Überhitzung? Was habe ich denn da in meine Pistole gebaut? Okay, nochmal schauen. Habe ich hier meine Pistole versaubeutelt? Nee, habe ich nicht. Ich bin verwirrt. Ich dachte schon, das wäre wieder die Explosivmunition. Du hältst dich da gut, Garrus. Du hältst dich da wirklich gut. Bin stolz auf dich. Ich meine Rex. Oh. Okay. Okay. Ich war verwirrt wegen der Überhitzung gerade. Haben andere Waffen Einfluss auf meine Überhitzung? Also von anderen Waffen. Aber gut, wir haben hier drin einen Speicherpunkt gehabt. Das ist sehr fair vom Spiel. Finde ich gut. Dann werde ich die nicht heben, sondern direkt meine Leute reinschicken. Wir machen die platt. Die können nichts. Batterianer. Ich weiß nicht mal, was für eine Rasse ihr seid. Ihr Batterianer. So. Rex. Garrus. Und weg mit euch! Oh! Lass die Maren frei! Ja! Schon wieder überhitzt. Was ist da nur los? Ich mach doch gar nichts. Zumindest nicht viel. Das geht viel zu schnell. Für meinen Geschmack. Sind alle noch am Leben? Zumindest meine Leute. Komm, sterbt. Ja, Respekt, Rex macht das sehr gut. Der tankt die. Und wir haben sie alle ausgeschaltet. Wunderbar. Jetzt muss ich nochmal gucken, was ist jetzt verkehrt mit meiner Pistole. Die hat doch früher mal viel öfter geschossen. Die Laufverlängerung könnte es sein. Vielleicht sollte ich die wieder ausbauen. Hm. Aber ansonsten... synthetische Ziele ist natürlich jetzt auch nicht unbedingt der Hauptgegner, den ich so erwarte. Interessant. Hier kann ich hoch. Gehen wir hier mal hoch. Hat nicht viel Sinn. Gut, dann gehen wir hinten rein. Erkunden wir das Gebiet. Hier muss ja irgendwo jetzt ein Computer sein, der mir erlaubt, das Ding auszuschalten. Den Fusionsantrieb. Die werden ja wohl kaum, da muss ich ja wohl kaum mich zu hinbegeben, um sowas zu machen. Oh, knapp. Ganz, ganz knapp. Schöne neue Sachen. Speichern wir nochmal das Spiel. War es das schon hier hinten eigentlich? Kommt mir so wenig vor. Vielleicht ist der Computer im ersten Stock da. Zur oberen Ebene, genau. Gehen wir also dahin, da gibt es bestimmt noch ein paar mehr Batterianer. Von denen ich noch gar nichts gehört habe. Ich glaube, der DLC heißt Kollisionskurs.
Ich bin mir relativ sicher. relativ sicher. Aber es war spät, als ich ihn runtergeladen habe. Also ich erinnere mich nicht fürchterlich gut dran. Hier müssten wir jetzt den ersten ausschalten können. Wunderbar. Kostet eine Menge Universalgel, aber... Ich sehe, dass der Antrieb offline ist. Waren Sie das? Können Sie mich hören? Ja. Ich kann Sie hören. Was ist hier los? Wer sind Sie? Mein Name ist Kate Bowman. Ich bin Technikerin. Ich gehörte zu dem Team, das diesen Asteroiden nach Terra Nova bringen sollte. Gestern wurden wir dann von batarianischen Extremisten angegriffen. Seit ihrer Ankunft verstecke ich mich hier. Ich glaube, die wissen, dass der Antrieb ausgeschaltet wurde. Das können die ruhig wissen. Also da habe ich keine Bedenken. Reicht es, dass wir das anhalten? Also dass wir die Triebwerke ausstellen? Ich meine, wenn wir schon auf Kurs sind, mit Terra Nova zu kollidieren, dann hilft's ja nichts. Warum machen die das? Weiß ich nicht. Aber wenn dieser Asteroid nicht aufgehalten wird, müssen Millionen Menschen auf Terra Nova sterben. Wenn ich was rausfinde, werde ich... Ich muss weg. Viel Glück. Das sah nicht gut aus. Ich glaube, wir sollten sie retten gehen direkt. Oh, hi. Mehr Gold. Oder Gegenstände. Hahaha. Wunderbar. Mittelschwere Menschenrüstung und leichte Torianerrüstung. Braucht leider keiner mehr. Tja, braucht leider keiner mehr, denn... Garrus ist ja rausgewachsen aus seiner Turianer-Rüstung. So, dann... Es war eigentlich relativ einfach, aber das war auch die erste Gruppe jetzt hier an Leuten. Und ich bin einmal gestorben, also sollte ich vielleicht... Oh? Hey. Ich wollte nicht auf... Sind Sie verletzt? Nee, geht schon. Es braucht mehr als ein Schüsschen, um mich außer Gefecht zu setzen. Tut mir leid. Ich habe erst bemerkt, dass Sie ein Mensch sind, als... Naja, ich schätze, ich bin kein Vorzeigesoldat. Ach was, denkst du? Ich weiß, dass Sie Angst haben. Aber ich bin hier, um Ihnen zu helfen. Commander Shepard von der Allianz. Simon. Simon Atwell. Ich bin der leitende Ingenieur auf diesem Felsbrocken. Hören Sie, wir haben nicht viel Zeit. Die Batarianer haben die Fusionsantriebe aktiviert. Sie müssen sie wieder deaktivieren, bevor wir Terra Nova erreichen. Da unten leben 4 Millionen Menschen, Shepard. Ich... Meine Familie. Sie lebt in Aronas. Meine Kinder und Enkel. Sehr schöne Gemeinde. Gute Schulen. Wie schlimm kann es werden? Ja, sehr schlimm höchstwahrscheinlich. Aber in dem Moment wünsche ich mir eigentlich, dass Shepard sagt, Normandy, bitte schießt die Fusionsantriebe ab. Aus... Ja, warum auch nicht? Ich meine, wieso sind wir überhaupt gelandet? Wir können sie doch zerstören. Das würde die Kolonie auf jeden Fall schneller retten, weil wir haben ja hier noch die Chance, dass wir fehlschlagen. Aber erzähl mir, wie schlimm es werden kann. Ich habe keine Zeit, das im Kopf auszurechnen. Was passiert, wenn wir diesen Felsbrocken nicht aufhalten? X-57 hat einen Durchmesser von 22 Kilometern. Doppelt so groß wie der Asteroid, der damals auf der Erde die Dinosaurier auslöschte. Es wäre so, als würden Millionen Fusionsbomben auf einmal detonieren. Millionen. Die Hitze der Explosion würde selbst in 1000 Kilometern Entfernung noch ihre Kleidung verbrennen. Es wird verheerende Brände auf dem ganzen Planeten geben. Die Druckwelle wird alles im Umkreis von hunderten Kilometern dem Erdboden gleichmachen. Terra Nova wird sterben, Shepard. Nicht nur unsere Kolonie, nein, der ganze Planet. Es wird einen Klimawechsel geben, Massenaussterben. Das Ökosystem wird tausende von Jahren brauchen, um sich davon zu erholen. Vielleicht sogar Millionen. Das ist ziemlich genial eigentlich. Das ist wahrscheinlich dann die Kriegsführung der Zukunft. Wozu soll man Atombomben werfen, wenn man einfach einen Asteroiden beschleunigen kann und ihn auf den Planeten wirft, der dann viel schlimmere Sachen anrichtet? Ich denke mal nicht, dass Wasser einen Unterschied macht. Ich meine, nee, warum? Besteht die Möglichkeit, dass er in einem der Ozeane landet? Das wäre noch viel schlimmer. Tsunamis würden mit Hunderten von Kilometern pro Stunde landeinwärts rasen. Millionen Tonnen Wasser würden beim Aufprall verdampfen. Der gesamte Planet wird in Wolken gehüllt sein. Sämtliche Pflanzen könnten sterben. Und dann würde das komplette Ökosystem umkippen. Ich kann keine genauen Zahlen nennen, aber glauben Sie mir, es wäre verheerend. Also wenn's passiert, dann können wir Terra Nova erst in ein paar Millionen Jahren wieder errichten. Gut, warum machen die das? Das ergibt doch keinen Sinn.
Batterianer organisieren sich oft in kriminellen Gangs. Nicht sehr ethisch, aber profitabel. Sie zerstören keine Welten. Was würden sie dadurch gewinnen? Ich kenne alle Geschichten. Sklavenhändlerringe, die Menschen wie Tiere verhökern. Piratenbanden, die Kolonien niederbrennen. Aber das ist... Die Zitadell-Konventionen untersagen mutwillige Asteroiden-Kollisionen. Ich hätte nie gedacht, die Batterianer würden so weit gehen. Tja... Das weiß ich auch, also klar. Der meint nur die Batterianer, die hier sind, denke ich. Der meint nicht alle. Wie viele gibt's? Sie waren hier, als all das passierte. Wie viele Batterianer haben Sie gesehen? Und wo waren Sie? Sie sind bei der Hauptanlage gelandet. Sie haben die Zugangscodes geändert. Wir kommen jetzt nicht mehr rein. Keine Ahnung, was da drinnen vor sich geht. Ich habe gesehen, wie sie in Gruppen zu jeder der Fusionsstationen gingen. Ich weiß allerdings nicht, wie viele. Genug, um sie in einen Kampf zu verwickeln. Okay, also weißt du gar nichts im Prinzip. Wer war der Anführer? Haben Sie eine Ahnung, wer dahinter steckt? Wer sie anführt? Das könnte uns einen Hinweis geben. Ich habe ein paar von Ihnen einen gewissen Ballack erwähnen hören. Er scheint hier das Sagen zu haben. Sie war nicht überzeugt, das hier sei eine gute Idee. Aber sie hatten eine Heidenangst vor dem Kerl. Angst genug zu tun, was er will. Tja, ich habe auch Angst vor Ballack. So... Überall Batterianer und ich muss alle drei Fusionsantriebe abschalten. Sollte ich sonst noch was wissen? Einer der Fusionsantriebe steht inmitten scharfer Zündkapseln. Bei unserer Ankunft auf Terra Nova hätten wir sie zünden sollen. Ich habe sie mit Bewegungsmeldern ausgestattet. Ihr Panzer wird sie auslösen. Sie müssen zu Fuß rein. Und selbst dann explodieren sie, wenn sie zu nahe rankommen. Bewegen Sie sich einfach langsam und vorsichtig. Dann sollte es kein Problem geben. Du hast ein Minenfeld aufgebaut. Sie haben sie angebracht. Können Sie sie auch deaktivieren? Leider nicht von hier aus. Am Eingang zur Fusionsanlage innerhalb des Detonationsbereichs gibt es eine manuelle Steuerung. Dort können Sie die Kapseln entschärfen. Eine Sache noch. Ein paar meiner Leute arbeiteten außerhalb, als der Angriff begann. Ich mache mir auch Sorgen um sie. Diese Batterianer sind unbarmherzig. Ich habe gesehen, wie sie Löcher in den Helm von Leuten machten, die im Vakuum arbeiteten. Ich glaube auch nicht, dass sie vor dem Füttern der Waren immer warten, bis die Opfer auch tot sind. Die wollen den kompletten Planeten auslöschen. Natürlich geben die nichts auf Leben. Wissen Sie, wo ich sie finde? Sie haben unsere Außenausrüstung überprüft. Am einfachsten wäre es, wenn Sie sich in den Funkturm an der Oberfläche einklinken. Die Ausrüstungsstationen erscheinen dann auf Ihren Sensoren. Ich guck mal, aber die Antriebe gehen vor. Ich werde sie suchen. Trotzdem haben die Fusionsantriebe Priorität. Ja, da haben Sie recht. Terra Nova zu retten ist wichtiger als mein Team. Ein paar Ingenieure haben drüben an der Hauptanlage gearbeitet. Aber vermutlich sind sie bereits tot. Oder die Batterianer haben sie als Geiseln. Tja. Wir müssen auch Terra Nova retten, sonst sterben deine Teammitglieder sowieso alle. Ich weiß gar nicht, ob ich ihm das sagen will, denn es muss hier ja auch... Also es gibt bei sowas immer irgendeinen, der unter einer Decke steckt mit den Terroristen. Und ich will ihm nicht verraten. Na, eigentlich, ich kann es ihm verraten. Ich habe schon mit jemandem gesprochen. Ist okay. Eine Frau namens Kate Bowman hat mich kontaktiert. Die Batterianer haben sie noch nicht gefunden. Katie lebt? Sie gehört zu meinen besten Ingenieuren. Sie hat sich zusammen mit ihrem Bruder verpflichtet. Aaron hieß er, glaube ich. Er gehört zur Sicherheitsmannschaft. Ich hoffe, es geht Ihnen gut. Ich auch. Versteck dich wieder da, wo du warst, weil du warst ja so gut wie unsichtbar für mich. Und wir machen den Rest. Suchen Sie sich besser ein Plätzchen, wo Sie sich verstecken können. Wenn die Batterianer zurückkommen und Sie finden. Ja, ich sollte mich wohl besser rar machen. Viel Glück, Shepard. Hey, habe ich dir meinen Namen gesagt? Ich weiß gar nicht. Und der Kerl ist echt verschwunden. Wow. Gut, dann machen wir nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis dann.